Die Story mit der Zeitmaschine ist was für die Zeitung. Schwer zu glauben, aber unterhaltsam. Mein Gott, was soll ich denn daraus... Das ist... Das Medipack ist das Einzige, was wir brauchen können. Das ist die Belohnung für den ganzen Sch... Ich fühle mich ein bisschen verarscht, oh. Oh, ist das Leroy Jenkins? Hände hoch, wer Leroy kennt. Kommst du auch, um dich über mein Fleisch zu beschweren? Ich kann wirklich nichts dafür, dass es nicht wie sonst schmeckt. Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber wenn dein Fleisch nicht schmeckt, solltest du es vielleicht nicht mehr verkaufen. Und mein Geschäft aufgeben? Vielleicht werde ich das sogar müssen. Und das nur, weil mir meine Kräuter fehlen. Schon seit Jahren würze ich mein Rattenfleisch auf eine besondere Art. Ich meine, das ist der einzige Grund, warum mein Fleisch so beliebt ist. Und nun komme ich nicht mehr ran an meine Kräuter. Warum kommst du nicht mehr ran an deine Kräuter? Weil sich um meine Sammelstelle ein Rudel stinkender Wölfe festgesetzt hat. Wie soll ich da vorbeikommen? Aber das interessiert ja hier keinen. Die neue Regierung interessiert sich für die Probleme des kleinen Mannes, auch für deine. Ich werde dir bei deinem Problem mit den Wölfen helfen. Neue Regierung? Ich habe davon gehört. Ihr wisst doch überhaupt nicht, wie es hier zugeht. Da irrst du dich, glaub mir. Die Regierung weiß mehr, als du meinst. Ich erledige die Sache mit den Wölfen. Also gut. Wenn du meinst, folg einfach dem Weg östlich vom Dorf. Da wirst du bald auf die Wölfe treffen. Bin gespannt, ob du das hinbekommst. Folg einfach den Weg östlich vom Dorf? Hier war. Was ist das denn da? Das war vorher aber noch nicht. Da müssen wir hin. Ich hoffe, wir kommen da lang. Oh oh. Wir haben Feind gesichtet. Den überraschen wir von hinten, den Feind. Da war er, der Feind. Soll der Feind sein? Oh. Lauf, Foxy! Ach, das war Rudelwölfe jetzt? Okay. Sollte ich wieder zurücklaufen? Machen wir, wenn es soweit ist. Da, 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 da. Ein Rudel Gurken. Oh. Eingelegt oder? Ja, eher so für die eingelegte Fraktion, was? Monoton hier. Ich weiß gar nicht, warum der die ganze Zeit die Bewegung, die Drehung macht, ne?
Also ich muss immer gegensteuern, damit er gerade guckt. Ach, das war ja das hier. Da haben wir doch die Type geholt hier. Ja, okay. Dann können wir wieder zurück. Oh. Dann können wir die Wölfe abgeben. Dann machen wir eine Schnellreise in den anderen Ort. Dann können wir vielleicht das mit den Wissenschaftlern oder so abgeben. Mit irgendjemandem müssen wir ja noch reden. Okay, laufen alle irgendwie irgendwo lang. War mir klar, dass er da festhängen wird. Und mal gucken, ob der Rest hinterher kommt. Boah, wir sind übrigens hier mit der Kamera, ne? Ich würde mal interessieren, wo der jetzt hingeflogen ist mit seinem Fluxkompensator. Guck mal da hinten. Da. Ich kann hier nur noch um Stunden handeln. Ich habe mich um dein Problem mit den Wölfen gekümmert. Du kannst deine Kräuter jetzt suchen gehen. Das ist ja wunderbar. Nimm dieses Fleisch als Dank. Es ist ganz frisch. Ich habe die Ratten erst gestern geschlachtet. Ja, komm. Danke. Ich muss dann auch schon wieder weiter. Viel Glück noch bei deinen Geschäften. Bye. Okay, diese Geschichte mit dem Rattenfleisch ist druckbar, denke ich. Okay, noch kein Level up. Gut. So, dann... Wusch. Was war hier hin, ne? Wir müssen irgendwie einen neuen Ort finden. Jetzt hat er so viele Karte übrig. Gefühlt sind wir schon am Ende vom Spiel. Doch nicht der Ort hier. Irgendwas übersehe ich. Ist das hier? Hier schon? Wo sind wir hier? Was ist das? Da vorne ist die Siedlung, von der dieser Fredo gesprochen hat. Sieht eigentlich alles noch intakt aus. Vielleicht finde ich ja was Brauchbares zum Tauschen. Okay.
Schau uns mal hier um. Da steht jemand. Oh, warte mal. Das ist ein Seeker. Die waren so hart. Da sind irgendwelche Typen. Wahrscheinlich Seeker. Steht kein echter Gegner, okay. Dann gehen wir mal in die Hocke. Das kann ich nicht mehr nehmen. Ich trage schon zu viel. Wir brauchen die Munition deswegen. Man bräuchte hier eine Funktion, die kriegt man natürlich nicht mehr, dass man die Waffen einfach entlädt und dann liegen lassen. Aber. Oh, Feind gesichtet. Da. Zack! Aber nicht mehr viel Schuss übrig, ne? Nur mal so. Die haben uns beim letzten Mal, haben die uns hier richtig zusammengeschossen, ne? Aber jetzt sind sie keine echten Gegner. Sind die auch immer. Verlassen die Waffe leer. Ja. Was ist es? 30x9? 30x9. So. Ach komm. Die machen wir jetzt platt. Foxy legt ab hier. Aber richtig, komm, jetzt könnt ihr euch hinstellen. Hinstellen, so. Schwarzpulver. Haben wir dafür eine Waffe? Nee. Für die Uzi haben wir jetzt Munition, theoretisch. Die haben wir auch keine. Oh, die hat die Erbmunition. Immer nur der Hauptcharakter was aufsammeln? Nee, ne? So. Und hier soll jetzt noch was Schickes drin sein. Da sind Bienenkörbe zum Beispiel. Da liegt irgendwas rum. Auch nicht.
macht da so ein komisches Geräusch? Was ist das? Hier hat jemand ein paar alte Farbtöpfe liegen lassen. Okay, die sind erledigt. Ein paar Aasgeier weniger. Ach, da hat jemand Schießübungen oder hat hier in den Mülltonnen gewühlt oder so. Warum mache ich das auch? So. Können wir hier auch drin suchen? Ah, ist ein Vorbau. Mhm. Oh. Da oben ist Wiggler. Eine große Metallkiste. Aber hier ist doch nichts. Nichts. Ja, schauen wir mal hier hinten noch nach. Den hast du's gezeigt, Sif. Geschieht ihnen recht, Rattenpack. Wer bist du? Wer ich bin? Die Leute nennen mich Wiggler. Aber das hier ist mein Haus und du stehst auf meinem Grund und Boden. Also erzähl mir erstmal, wer du bist. Ich bin von der neuen Regierung. Eigentlich bin ich nur auf der Durchreise. Neue Regierung? Das erklärt, warum du mich noch nicht abgeknallt hast. Ich habe schon von dieser Regierung gehört. Ihr kämpft gegen die Gangs, hä? Passt auf, dass die euch nicht den Arsch versohlen. Was machst du hier in dieser Gegend? Ich lebe hier. Schon seit mehr als 30 Jahren. Ich war schon hier, bevor diese Irren die ganze Welt in Schutt und Asche gelegt haben. Wieso Rattenpack? Haben die Typen dir was getan? Mir? Nein, sie haben mich nicht mal gesehen. Hier in der Gegend kennt sich keiner so gut aus wie ich. Ich war schon in meinem Loch, als die Kerle noch Meilen entfernt waren. Trotzdem sind diese Seeker Ratten, wühlen in den Trümmern und fleddern Leichen. Weißt du genaueres über diese Seeker? Was soll man über die schon wissen? Diebe und Mörder sind sie, ziehen durchs Land und wühlen in den Ruinen verlassener Städte nach Technik, Waffen und anderem Zeug. Die machen auch vor Gräbern nicht halt, wenn sie da was finden können. Warum haben die Menschen die Siedlung eigentlich verlassen? Die Gangs. Eigentlich nur eine Gang, diese Desert Monks. Ist zwar schon eine Weile her, als sie das letzte Mal hier waren, aber die Leute hatten einfach die Schnauze voll, ständig überfallen zu werden. Und was sie den Frauen angetan haben, davon will ich gar nicht erst reden. Ich bin als Einziger geblieben, weil sie mich nicht gefunden haben. Ich habe mal mitbekommen, wie der Präsident einen Desert Monk einen Kopf kürzer gemacht hat. Sind die wirklich so ein großes Problem? Ich dachte, die Red Skulls wären die größte Gang hier in der Gegend. Das sind sie auch. Aber dafür sind die Desert Monks völlig irre. Sie nähen sich die Münder zu, weil sie ein Schweigegelübde oder sowas abgelegt haben. Manche nähen sich sogar ein Auge oder die Ohren zu. Und alle haben die gleiche Tätowierung auf dem Rücken. So ein fliegendes Ding ohne Gesicht. Früher haben sie gegen die Red Skulls gekämpft. Jetzt haben sie ihre Camps im Südwesten aufgeschlagen und terrorisieren von da aus die benachbarten Dörfer. Habe ich richtig gehört? Die nähen sich ihre Gesichter zu? Die Münder auch? Wie essen die denn? Ach egal, besser ich frag erst gar nicht. Südwesten, sagst du.
Vielleicht schaue ich mir diese Desert Monks mal genauer an. Okay, Wiggler, danke für die Information. Ich muss jetzt weiter. Pass auf dich auf hier draußen. Mach dir um mich keine Sorgen. In meinem Versteck findet mich niemand. Okay. Da muss ich mal gucken, was in seiner Hütte ist. Wenn ihr schon die Kinder findet hier, trotz des Feuers und so, ne? Okay, er ist noch weiter drin. Gut, was sagt denn? Noch nichts mit Upgrade. Dafür haben wir wahrscheinlich jetzt eine neue Karte. Jawohl. Und ich glaube, wir müssen da oben zu dem Camp hin. Kommen wir denn hier raus? Auf dem Hügel ist ein Lager. Das werden Desert Monks sein. Anscheinend hatte Wiggler recht. Warum sollte er kein Recht haben? Ich trage schon zu schwer. Oh, die sind schon da. Gleichwertiger Gegner. Oh, 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 oh. Da ist gerade ein Level-Up geschehen, ein Stück geheilt wurde jemand gerade. Das waren aber noch nicht alle, ne? So, was nehmen wir denn hier? Traglasterhöhen? Treffsicherheit ist, glaube ich, ganz gut. 10 Punkte. Gute Nacht, Lady. Schlaf gut. Schwere Waffen. Geht nicht mehr. Oh, dann brauchen wir auch nicht mehr Punkte da rein investieren. Sniperwaffen wäre, glaube ich, eine Möglichkeit. Machen wir mal auf 80 und sparen uns die Punkte. Sniperwaffen, Zielgenauigkeit. Sehr gut. Ich muss die Punkte doch alle... Nochmal? Weil wir noch Punkte übrig haben. Ich verstehe. Na dann... Rede, Gewandtheit, Handeln. Damit wir besser kaufen können. Okay. Speichern. Hier wird bestimmt noch jemand rumlaufen. So, wir hatten ein bisschen mehr Platz in seinem Inventar. Butch. Die Leichen flattern, Meister.
Okay, warte mal. Die nehmen wir erstmal. Ach Gott, nehmen wir alle. Wer hatte die Schroti? Mr. Browning 1417. Eine Remington. Okay, die lassen wir mal erstmal. Den Spaten können wir, glaube ich, droppen. Nehmen wir erstmal nur die Munition mit. Ich denke mal, es dürfte ausreichen. Ist keiner mehr? War aber schwach, oder? Oh. Schriftdokument. Mann! Jemand Schwarzpulver geben? Ich kann nicht noch mehr schleppen. Können wir... Ah, das muss jeder für sich... Geht nicht, ich trage einfach schon zu viel. Das geht nur mit Alternativmedizin. Oh Gott, was ist denn hier los? So, jetzt hat sie Platz, dass ich die Heilung ihr geben könnte. Kann sie das benutzen? Ja, okay. Haben wir das jetzt auf der Karte? Das wär's ja. Was muss ich jetzt so machen? Nö, haben wir nicht auf der Karte. Mist. Da oben ist ein Stein beim Boot. Da müssen wir hin. Wo auch immer das ist. Das ist ein Armeezelt. Nichts Besonderes. Oh, da drüben ist ein Camp. Lauderdale oder so. Moment, da drüben könnte eine Wasserquelle sein. Ich sollte mir das mal anschauen. Jetzt ist Foxy auf einmal so still. Kommt's? Da ist doch ein Desert Monk, okay.
Da vorne auf der Lichtung ist ein Lager. Ich bin ziemlich weit südwestlich. Ich wette, das sind Desert Monks. Müssen wir aber aufpassen, ja, die kriegen richtig Schaden ab. Kann man nicht eine Handgranate werfen? Verdammt. Von unbekannt auf nahezu unbekannt. Können wir speichern während des Kampfes? Das ist gut. Muss ich jetzt Quicksave nicht verhauen. Oh, da ist gleich einer down. Wiggler hatte recht. Diese Desert Monks sind genauso miese Säcke wie die Red Skulls. Naja, die hier machen niemandem mehr Probleme. Nee. Down, down. So, dann gucken wir mal uns die Leichen an hier. Ja, wird doch ein bisschen anstrengender das Ganze. Oh, ist doch ein Level up da. Nee. Stärke. Konstitution geben wir ihm mal. 11 Punkte, die wir vergeben können. Wir machen leichte waffenvolle Pulle. Und Survival. Talent, stabiler Schuss, kritischer Treffer, Survival, bester Rastplatz. Ja, bester Rastplatz, das ist gut. Also eigentlich hätten die noch weiche ballern müssen. Jetzt muss er irgendwie heilen. Bisschen zumindestens. So, wir gucken hier nochmal das Zelt. Das hat ja vorhin auch geklappt. Das ist ein typisches Händlerzelt. Nicht weiter auffällig. Okay. Das sah so auffällig aus. Ich dachte, es wäre was anderes. Aber gut. Mal gucken, was hier noch so rumhängt. Und da müssen wir wahrscheinlich mit einer Rast machen, damit wir uns ein bisschen wieder erholen hier in der Nähe. Quasi eine Naherholung. In dem Gebiet hier. Da ist nichts. Da auch nicht. Okay. Dann geht mal zelten hier. Dann werden wir uns mal für, ja, 8 Stunden. Ich hoffe, das reicht. Essen müssen wir ja nichts, ne?
War ja klar. War ja klar. Los. Oh, er hat keine Munition mehr. Da ist jetzt das Zeug, warte mal. Oh. Ui. Okay. Na toll. Wir werden angegriffen. Achtung, Wurmzeichen. Schutzhandschuhe. Kettenhemd. Stahlkappenstiefel. Mann. Kettenanta 10. Kann er gleich mal anziehen hier. Handschuhe auch. 4. Ja, andere bessere Stiefel, ey, das ist ja. Huch. So. So, wer hat noch Turnschuhe? Keiner, okay. Aber der hat Level Up. Der auch. So, das hilft nicht. Mehr tragen. Nee. Mehr Geschicklichkeit. So, Technik können wir reinsemmeln und Fahrgeschick. Da habe ich mal ein Auto gefunden. Ja. So, Fertigkeiten, Schwerwaffentechnik. Mit dem sind wir eigentlich schon ganz gut weit hier. Lieber mal Rüstung verstärken. Mal gucken, ob das irgendwann genutzt werden kann, das Zeug. So. Es sieht einigermaßen gut aus, aber so richtig schön finde ich es nicht. Wir reisen mal weiter.